Moin moin Leute, ich begrüße euch recht herzlich zur 9. Folge meines Missionen Guides. Und wir sind immer noch auf Port Olisar, weil hier gibt es natürlich die meisten Missionen. Ich schaue mal rein, was es hier jetzt gerade so gibt. Oh, den hatte ich sogar schon gerade angenommen. Ja, okay. Ein ECN Alert. Nun, was macht man beim ECN Alert? Da geht es eben halt darum, da hat irgendein Flieger irgendwie Probleme und wird von irgendwelchen feindlichen Schiffen bedroht, halt abschießen wollen. Wir haben bei diesen Missionen ein kleines Zeitfenster, na, hier ist wo einer eingeschlagen wieder, um zu unserem zu beschützenden Flieger hinzukommen. So, nehmen wir uns mal die Hawk dafür. Kleiner, netter Flieger. Der dürfte für diese Mission vollkommen ausreichend sein. Weil bei für 12.000 rechne ich so mit Gegnern. Ja, vielleicht die Cutlass Black oder Vanguard Warden oder vielleicht eine Freelancer. Das sind alles so Gegner, die schafft man recht locker mit der Anvil Hawk. So. Bevor wir da durchgehen. Jo, Helm haben wir auf. Immer recht wichtig, denn ohne Luft ist blöd. Dann fängt er so an zu japsen und meint, ich krieg keine Luft. Oh, wir stehen... Quatsch. 7 stehen wir. Beine auf dem Flugdeck verlaufen, wa? So, wie gesagt, kleiner Flieger, hier hinten die Gefängniszelle, Einzelsitzer, keine Raketen. Bewaffnung habe ich 2 Dominanz 1 dran, Scatterguns und 4 Attrition 2. Laser Repeater sind das. So. Bevor ich was einstelle, werde ich mal hochziehen und in Richtung. So, Port Olisar, Clear Route, Jela ist gut. Vielleicht, ja, da haben wir jetzt nicht, aber okay, springen wir an. So, da einmal auf Power. Ultraflow, Dominanz. Die Attrition lasse ich so. Mein Schild, einmal das Palisad und das FR-Schild, beiden. Da gebe ich mehr Power drauf, also so, hier kommt. So, da will ich Schild haben. Hier möchte ich Waffen. So. Dominanz 0, Attrition 1, 1, 1, das auch auf 0, Burst. Dominanz 0 und Attrition 1. Kann das dann stehen bleiben. Und hier möchte ich das haben. So, für den Final Jump. Destination. So, die beiden Dominanz oder Domination oder wie sie auch heißen mögen, sind gegimbelt. Weil Level 1 Waffen und da passt ein Level 1 Gimbal drauf. Das macht sich, also tut sich nicht irgendwie groß was, dass man dadurch eben halt Feuerkraft verlieren könnte. Anders sieht es aus bei Waffenslots 2. Wenn ich da einen Gimbal drauf haue, dann kann ich nur noch 1er Waffen montieren.
So, was ich noch machen möchte, ist den hier ein bisschen schief stellen. So, da sind wir gerade. Ein bisschen an unserem Punkt vorbeigeflogen. Hier müsste eigentlich... Fliege ich mal drauf zu. Nö. Da hat sich was getan. Hatte er wohl nicht registriert gehabt, dass ich schon da bin. Wo ist mein zu beschützender Flieger? Ja, sehr komisch. Schaue ich noch mal auf meine... Das habe ich gemacht. Da hat sich gerade was... Dann warten wir mal ein Momentchen, ob der Flieger hier noch spawnt. Wie man so schön sagt, abwarten und Tee trinken. Ach, fällt mir auf. Da kann ich doch auch mal das Begrüßungsschildchen für die Mission ausstellen. So, da, zack. Dann haben wir es aus dem Weg. Na, ist der Server so buggy? Alles. Mal das oben wieder aufstellen. Los, warum? Nee. Scheint tatsächlich so zu sein, dass diese ECN-Alert-Mission Schrott.
Schrott ist. Das wäre natürlich blöde. Na komm, put, put, put. Ich flieg mal eine Ecke weg. Ich bin noch rechtzeitig da gewesen und alles. Meter und er will springen. Oder doch nicht. Bringen wir mal einfach nach Crusader ein Stückchen. Ja, wir sind gesprungen und dann fehlt er. Ja, nee, ist da. Root. Mission. Ja. Sehr cool. Sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Nun ja, mit diesem Flieger können wir diese ganzen Missionen, diese hier Delivery, alle nicht machen, weil wir haben keinen Laderaum, wo wir es mit reinnehmen könnten. Die Investigation könnten wir machen, solange da nicht irgendwas aufgesammelt und mit. Hier müssen wir nämlich was mit nach Port Olisar nehmen. Lieferung nach Port Olisar, das ist dann der. Ja, den Flight Recorder hier. Hier haben wir. Die könnten wir machen. Oh, eigentlich wollte ich ja was anderes zeigen. Aber wir sind ja nicht so, wir schwenken dann jetzt um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute sind dort irgendwo. Da sollen wir gucken. Für die Versicherung. Was dort geschehen ist. Ja. Dann. Karte. Ah, böse Karte wieder.
Karte marken. Nicht. Klick, klick, klick und dreh und schubs und klick und Karte da. Wunderbar. Daimar. Was haben wir da am nächsten dran? Nichts. Nehmen wir den. Zack. Auf nach Daimar, solange er noch steht. Aber es war ja nicht Daimar, es war ja ein anderer Planet, der uns ja in der nächsten Version, beziehungsweise Mond, der uns in der nächsten Version genommen wird. So. So. Dann sind wir da schon mal eine ganze Ecke näher dran, wenn wir da hingesprungen sind. Mal schauen, mit was für einem Wrack wir es dort zu tun haben. Haben wir da noch irgendwas in der Nähe? Ne. Komm. Zu weit. Da kommen. Sondern einfach so weiterfliegen. Nicht zu tief, sonst geht unsere Geschwindigkeit zu doll runter. Witzig. Ja. Dann gehen wir mal in den Sinkflug. So, dann machen wir mal die Lampe an. Bisschen was sehen. Also zu sehen ist nicht wirklich viel. Das ist hier dunkel, dunkel, dunkel. Heißt also langsam nähern. Nicht, dass wir mit unserem Schiff gleich neben dem Wrack liegen. Ein Tanker. Ich fliege mal ein bisschen herum.
Gegend ein bisschen zu beleuchten für mich. Vielleicht sieht man da ja schon einen der Verunglückten rumliegen. Oder es fällt einem auf, dass da irgendwo noch ein Wrackteil wie hier jetzt zum Beispiel ist. Wo jemand drin sein könnte. Nee. Da werde ich mal hier hinten landen. Raus. So. Jetzt stelle ich mal den Motor aus. Und aussteigen. So. Ich mache mal meine Helmlampe an. Versuche als erstes mal Ecke hier vorne. Dann wollen wir mal in dieses Trümmerteil hinein. Ja, wäre man jetzt hier jetzt mit einem anderen Flieger da und würde Kisten finden, könnte man sie noch mitnehmen. Okay, da nix. Vorne war noch ein Gang rüber. Da nix. Weil hier sieht man da die Kiste. Die könnte man jetzt... Nö, diese nicht. Aber andere Kisten unter Umständen. So, dann laufen wir mal zum Flieger rüber. Und geh mal ins nächste Trümmerteil hinein. Immer vorausgesetzt, wir kommen ja auch von weiter aus rein. Ja, das hört sich an, als ob es noch am Laufen wäre. Da was nehmen? Nein. Euch als... Ja, vorhin fest. Da nix. Auch nix. Nö, in diesen beiden Trümmerteilen, also den Triebwerksgondeln sozusagen, ist nichts gewesen. Bevor wir weitersuchen, sollte ich da unten noch mal gucken. Ne, das scheint da nicht zu sein. Ich dachte, ich hätte da jemanden gesehen.
Also wieder rein auf den Galeriegang. Da haben wir ein. Ups, nicht drauf treten. Ersten. Haben wir den zweiten. Da haben wir den dritten. Also was hier wohl so klappert. Wenn wir mal durchkriechen. Können uns hier nämlich auch begegnen. Das Schiff scheint also überfallen worden zu sein oder beziehungsweise es gibt hier Plünderer, die uns nach dem Leben trachten. Hatten wir den schon? Ich glaube ja. Jo, den hatten wir schon. Jetzt sind wir auf die Seite wieder zurück. Das heißt, wir müssen hier vorsichtig sein. Weil die sind dann durchaus hinter der Ladung dieses Schiffes hinterher. Von da bin ich gekommen, ne? Ah ne, das ist das. Doch, von da bin ich gekommen.
Da liegt noch einer, den haben wir, glaube ich, noch nicht. User disconnected from your channel. Oh, dann heißt es mal unten schauen. Hier was finden. Ja, kommen wir da nicht durch? Nee. Hier wäre zum Beispiel solch eine Ladung, die man mitnehmen könnte. Gleich mal. Also oben waren wir ja schon gucken. Dann müssten hier ja theoretisch drei Leute sein. Sind denn die Leute von da fragen? Zurücklassen. Könnten tatsächlich noch welche draußen liegen. Aber nichts gesehen. Aber nun ja, möglich ist es. Wahrscheinlich dreimal vorbeigelaufen und trotzdem nicht gesehen. Also total versteckt wäre auch mein irgendwie. Also auf jeden Fall ist da noch Feind am Leben.
müssen wir da noch mal rein und gucken, wo die sind. Na komm, stirb. Irgendwas übersehen. Wahrscheinlich werde ich irgendeinen blöden Raum vergessen haben. Der, den ich erschossen hatte, den hatte ich auch schon. Ich? Nö. Okay. Stimmt, auf dem ganzen Ringgang war ich nicht. Den hatte ich selbst erschossen. Es fehlen nur noch zwei. Frage, wo sind sie? Hatten wir... Es gibt's doch. Ich bin doch auch schon ganz oben. Die Türen, die gehen halt nicht auf.
Wo habe ich das übersehen? Hier war ich. Da irgendwo noch einer. Den hatte ich selbst erschossen. Im Gang war ich schon drin. Vielleicht noch was übersehen. Ups. Den habe ich. Nein. Dem. Nicht gezählt. Ich doch schon gehabt.
Ja. So, das. Jo. Das war der letzte. Ja. Dann haben wir die Mission komplett. Ist immer eine Heidensucherei. Weil man denkt, man hatte alles. Aber naja. Was soll's. Aber hier oben war ich tatsächlich nicht. Dachte ich wäre in den Crew-Quartieren gewesen. Aber was ja nervig ist, das ist so ein bisschen dieses Klack, 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 Klack. So, dann wollen wir wieder zur Hawk hin. Nachdem wir uns hier die Füße wund gesucht haben, können wir die Taschenlampe auch mal ausstellen. Weil sie können auch tatsächlich draußen liegen. Auch schon oft gehabt. Drinnen alles gesucht, gesucht, gesucht und nun ja, da haben wir eine misslungene und eine gelungene Mission. An. Irgendwo da liegt unser PO. Da. Und Sprung. Tja, mal was anderes. Bei diesen Missionen schnell. Wieder mal ein bisschen Detektivarbeit oder Nachforschung oder wie man es auch übersetzen will. Das ist letztendlich egal. Hauptsache ist. Ups. Please proceed to assigned landing bay. Da gibt es ein bisschen Geld für. So. Weg raus. Landung, zack, dann ist das wieder fertig für den nächsten Einsatz. Ja. Ja.
Müsste fertig sein mit allem, ja. Dann steigen wir mal aus. Ja, dann sag ich doch mal, das an je. Geht mir mal ein Stückchen zurück vom Schiff. Lass uns mal von da sehen. Ist ein hübsches kleines Schiffchen. Kann man schon einiges mit anstellen. Später, wenn man Gefangene hat, wenn das Ganze dann funktioniert mit diesen Aufgeben, kann man die Gefangenen auch hier hinten reinstopfen. Und man kann sich auch selbst dort reinsetzen und auch ausloggen. Ja, und wenn wir das schon mal so duster haben, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit Star Citizen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ich sag dann mal, bis denne dann. Tschüss.